Heute geht's in den Park Asterix zum Halloween-Event. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Normalerweise nenne ich immer den Ort, wo wir sind. Autobahn. Herzlich willkommen von der Autobahn zwischen Disneyland Paris und dem Park Asterix. Habe ich das eben auch gesagt? Habe ich jetzt eben gesagt, dass wir zum Park Asterix fahren? Zum Halloween Event? Ich hoffe, dass ich das gesagt habe. Also, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe das so gesagt. Ne? Ihr werdet es wissen. Ansonsten ist es jetzt einfach, ist es einfach witzig. Das ist halt authentisch. Ne? Wir machen ja authentischen Content. Nichts gefaked. Es ist 17.12 Uhr und das Navi sagt, wir sind um 17.38 Uhr da, was ich nicht glaube, denn hier ist gerade richtig viel Betrieb. Aber die Steph von All Around Dreams hat heute Mittag schon zu uns gesagt, fahrt lieber ein bisschen früher los, denn es könnte viel Verkehr sein, so gerade samstags nachmittags. Und da hinten ist auch der Flughafen, da sieht man, geht gerade eine Maschine hoch. Also ihr seht es nicht, wir können es sehen. Und wir sind heute Abend bei Le Feu de la Parc oder sowas. Also irgendwie die Angst im Park, Nacht oder so. Das Halloween-Event im Park Asterix kostet 49 Euro. Ja. Ist ein Upcharge-Event. Das heißt also, wenn ihr jetzt eine Tageskarte vom Park Asterix habt, dann müsst ihr 49 Euro extra zahlen für dieses Abend-Event. Das haben wir auch gemacht. Wir wären zwar heute jetzt eingeladen gewesen, hier zu dritt, vom Park Asterix. Da an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Aber dadurch, dass wir ja Disneyland schon geplant hatten und da schon so ein paar Pläne geschmiedet haben, sage ich jetzt einfach mal. Also wir haben eigentlich keine Pläne geschmiedet. Wir wollten einfach ins Disneyland. haben wir gesagt, im Park Asterix, dass wir gerne nochmal wiederkommen irgendwann. Ich denke mal dann im nächsten Frühjahr. Also Sascha, da können Sie sich schon mal vormerken, fahren wir dann nochmal einen ganzen Tag zum Park Asterix, weil da steht noch eine Einladung aus. Für abends konnten Sie nicht einladen, weil ich denke mal, das läuft wieder über so einen externen Anbieter. Das hat sie auf jeden Fall so durchblicken lassen. Ist egal. Also wir haben die 49 Euro bezahlt und nicht nur das, sondern weil wir nicht einschätzen können oder abschätzen können, wie viel Betrieb dort ist, haben wir uns Fastpässe gekauft. Die kosten 25 Euro pro Person. Ne? Damit können wir die 5 Horror Maces, die dort sind, zeitiger besuchen. Das geht damit wohl recht fix, was ich so im Internet gesehen habe. Also sind wir da auch schon mal auf der sicheren Seite und wir können natürlich auch die Attraktionen fahren, aber da jetzt nicht diesen Philomatix oder wie sich dieser Expresspass dort nennt, benutzen. Da müssen wir uns dann nochmal anstellen, weil das Wichtigste ist ja heute, dass wir auch mal Tutatis fahren, ne? Dass der Sascha auch mal sehen kann, wie Tutatis ist. Für mich die zweitbeste Achterbahn, also Voltron auf 1, dann kommt schon Tutatis und dann kommt Taron. Und du kennst ja Taron, ja. Ne? Da bin ich mal gespannt, was du nachher sagst, wenn wir Tutatis gefahren sind. Dann auch noch im Dunkeln. Sagen kann. Ja, das wissen wir nicht. Ne? Das ist auch noch das erste Halloween-Event vom Sascha. Er war tatsächlich noch nie auf dem Halloween-Event. Sven war schon öfters mit mir unterwegs auf irgendwelchen Events. Letzte Woche war ich ja mit Michaela dabei und mit Nick, das ist der Sohn von Michaela, da waren wir ja im Holiday Park. Sven war ja auch mit im Eiffelpark letzte Woche, also da sind wir schon so ein bisschen approved. Also ich bin sehr gespannt, wie Sascha heute den Abend überleben wird. Aus den Maces können wir nicht filmen. Das Filmen ist dort verboten, was aber auch völlig in Ordnung ist. Das ist für mich dann auch nochmal ein bisschen cooler, wenn ich die Kamera einfach in der Tasche lassen kann. Aber wir können euch natürlich etwas darüber erzählen und zeigen euch natürlich auch so viel, wie es nur geht. Ja, jetzt gucken wir erstmal, dass wir überhaupt ankommen. Was man auch noch sagen muss, parken im Park Asterix ist nicht günstig, nicht so teuer wie im Disneyland Paris, aber teurer als im Europa-Park oder jetzt im Phantasialand. 20 Euro kostet das Parkticket im Park Asterix. Könnt ihr euch online vorbuchen oder vor Ort kaufen. Kein Problem. So, und wir müssen jetzt direkt erstmal, wenn wir da angekommen sind, auch noch klären, wie das funktioniert mit dem Fastpass, weil diese Fastpässe, die müssen in die App eingelesen werden. Diese App ist sehr, sehr unübersichtlich, zum größten Teil auf Französisch. Man kann es auch irgendwie auf Englisch umstellen, was aber nicht wirklich eine Änderung bringt in dieser App. Deswegen müssen wir dann an die Guest Relation oder wie es sich auch immer dort nennt und dann schauen, dass die uns dabei helfen, die Tickets dann in unsere App reinzubinden, sodass wir dann heute Abend einen schönen Abend ohne große Wartezeiten haben. So, jetzt rollt der Verkehr und jetzt gucken wir, dass wir ankommen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Der macht ja, weißt du, er hat es schon verlernt. Wir stehen jetzt am Eingang und haben es tatsächlich noch nicht geschafft, unseren Fastpass in Gang zu bringen. Wir sind zwar jetzt hier an so eine Info gegangen und die meinten, nö, der Park wäre heute so voll, das würde irgendwie nicht gehen, der würde uns irgendwie so einen Schein geben. Dann konnte er das irgendwie dann doch nicht machen, hat gesagt, ihr müsst jetzt, wenn ihr gleich da reingeht, dann nochmal zu so einer Stelle gehen. Keine Ahnung. Also es ist jetzt erst 17:45 und um 19 Uhr soll das ja losgehen. Keine Ahnung, ob die jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang stehen lassen vor den Türen. Sehen wir ja.
Also im Moment finde ich das alles etwas sehr undurchsichtig und auch nicht so wirklich kundenfreundlich, weil man könnte das Ganze auch wenigstens auf Englisch schreiben, sodass die Leute es verstehen. Ja. Ja, wir sind jetzt drinnen im Park, haben jetzt hier so ein Bändchen bekommen und haben das auch jetzt geklärt mit dem Fastpass. Also der ist jetzt bei uns in der App. Sascha sucht eine Toilette. Ja, das sieht ganz schlecht aus, ne? Du musst aushalten bis um einen. Ja. Dann platze ich. Wir gehen jetzt mal erstmal rein und gucken mal, wo wir uns jetzt hier überhaupt rumorientieren. Ja, ihr seht, die Leute verlassen gerade in den Park. Um 18 Uhr macht der Park oder hat der Park ja zugemacht. Und wir gehen jetzt rein in den Park. Also hier ist schon einiges los, aber es ist tatsächlich echt ein großes Problem, dass hier eigentlich nur Französisch gesprochen wird. Also das muss man tatsächlich so ein bisschen bemängeln, was sehr, sehr schade ist, weil ich meine, es sind ja trotzdem sehr, sehr viele Touristen hier, die auch das Disneyland besuchen, die dann hierher kommen und den Park Asterix besuchen. Was ich jetzt sagen muss, ist, dass die Mitarbeiterin an der Guest Relation, also es heißt nicht Guest Relation, es hieß anders, aber die war halt sehr, sehr nett und hat uns auch sofort helfen können, was ganz cool war. Also ich bin noch guter Dinge, dass wir das, was wir erleben wollen, auch heute Abend hier erleben können, obwohl wir schon ein Problem haben mit einem Fastpass für diese Pompeii Maze und ich hoffe, dass das noch irgendwie klappt und wir die noch irgendwie machen können. Wäre ansonsten echt sehr, sehr schade. Wir stehen jetzt an diesem ersten Haus hier an, ich kann es nicht lesen, irgendwas mit Pompeii. Ne? Pompeii kennen wir ja, Vulkanausbruch und so. Ne? Die Maze macht auf um 19 Uhr. Hier ist der Eingang und wir hatten ja das Problem, dass wir einen Fastpass gebucht hatten, aber es war da irgendwie nur ein Fastpass dann übrig für 18 Uhr oder so. Und das ist ja jetzt vorbei. Wir kamen ja erst um 19 Uhr jetzt hier rein. Und da haben wir jetzt gerade einen Mitarbeiter angesprochen, der hat gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich starte euch das dann gleich neu. Und dann könnt ihr dann auch diese Maze besuchen, was natürlich ziemlich cool ist. Das heißt also, wir verpassen hier heute nichts und können dann gleich zusammen mit Sascha die erste Maze machen. Seine erste Maze, Pompeii, blablabla, at Pompeii, keine Ahnung. Also bin ich jetzt schon mal sehr happy, muss ich jetzt erstmal sagen. Also mit allen Mitarbeitern, mit denen wir hier gesprochen haben, war es überhaupt gar kein Problem. Das war einmal sehr, sehr hilfreich. Die erste Maze für den Sascha. Und ich freue mich total. Du freust dich totatis. Totatis. Das wird super. Also wir haben es ja schon gesagt, wir dürfen leider keine Aufnahmen von drinnen zeigen. Bin ich aber ganz happy, dass ich die Kamera gleich einfach aus der Hand legen kann. Aber danach wird es natürlich immer eine Reaktion geben. Wie hat uns die Maze gefallen? Wir können es ja nicht selber machen. Aber es gibt Reaktionen, wie uns das gefallen hat. Sven guckt natürlich jetzt wieder sympathischerweise auf sein Handy und nicht in die Kamera. Und schaut ihn euch nochmal an. So sehe ich jetzt aus. So sehe ich gleich nicht mehr aus. Er hat schon gesagt, er würde weinen und so Sachen. Bitte? Wir kommen aus Pompeii raus und das war, glaube ich, das war Next Level. Ohne Witz. Also das ist, glaube ich, eine der genialsten Maces oder wenn nicht sogar die genialste Mace, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Was ist das gewesen? Die Effekte, die Schauspieler da drin, das war wirklich, wirklich Next Level und er hat überlebt. Er hat überlebt. Ey, ohne Witz, also das war wirklich... klar, die fassen einen dort auch an, ne? Aber die sehen so super aus, diese Kostüme, das ist einfach so krass gemacht. Also erstmal ein ganz, ganz großes Kino, ein ganz, ganz großes Kompliment an den Park Asterix, das ist echt Next Level. Also alleine die Lichtstimmung jetzt hier im Park ist einfach schon wieder so genial cool. Also es sieht so schön aus hier, keine Ahnung. Also wir gehen jetzt zur nächsten Maze und müssen uns natürlich auch so ein bisschen orientieren. Da haben wir eine Karte, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Zu den Katakomben wollten wir gerne. Wir waren jetzt in Pompeii. Monsters, wo sehen wir denn da? Katakomben. Ja, bestimmt. La Tombe de Dieu. Ja, irgendwie da, ne? Da ja. Bei. Wie heißt das? Das Tutatis. Okay, dann gehen wir jetzt da hin. Dann gehen wir mal da hin und gucken mal. Genau. Also ich würde euch gerne so viel zeigen. Das sieht einfach so toll aus. Ja auch, also es ist wieder so ein leichter Nebel im Moment hier wahrzunehmen. Ich denke mal, das wird sich jetzt gleich noch so... Ich sehe Nebel. Ihr seid so... Also mit den beiden, ne? Ihr könnt jetzt Bewerbungen reinschicken. Nächstes Jahr gehe ich mit anderen Leuten hier hin. Genau, vielleicht ist einfach meine Brille beschlagen. Das ist so ein eigener Special-Effekt. Wir gehen jetzt in Richtung Tutatis, da ist auch die nächste Maze. Und vielleicht können wir auch direkt Tutatis fahren. Ne, das können wir machen. Das ist die Achterbahn, genau. Ich sehe Nebel.
Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass ihr keinen Nebel... Jetzt hast du recht. Ja, jetzt. Das ist das Parkende, sagen sie, genau. Also es ist schon einiges los hier. Und Sven und ich, wir haben uns im September schon dazu entschieden, hier hinzukommen an diesem Wochenende. Und Sascha hatte jetzt diese Woche, vor drei Tagen erst das Glück, dass er tatsächlich noch ein Ticket bekommen hat. Ne? Also wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich alles schon ausverkauft. Ne? Aber fürs nächste Jahr könnt ihr euch das ja mal vormerken. Es ist so genial, es sieht so super aus. Ich drehe jetzt nochmal die Kamera. Da ist doch wohl Nebel. Seht ihr den Nebel? Ja, hier haben wir den. Es sieht so cool aus. Hier könnt ihr das schon sehen, das Festival Tutatis. Und wir wollen natürlich auch Tutatis fahren. Ich mache aber jetzt heute Abend keine On-Rides, weil ich habe heute tatsächlich nur kleines Gepäck dabei. Keine On-Ride-Kamera und so, weil ich ein bisschen den Abend genießen möchte. Und von daher, wenn ihr ein On-Ride von Tutatis sehen wollt, könnt ihr das schauen. Ich war ja im Sommer hier mit Sven, mit Iris, mit Nico und mit Rolf. Und da haben wir das Ganze ja schon mal gezeigt. Und es gibt auch ein eigenes, ich glaube sogar ein 360-Grad-On-Ride habe ich hochgeladen. Und wie geil sieht das denn aus? Oh mein Gott, es ist so schön, es ist so wunderschön. Oh mein Gott, ich bin gerade voll im Hype. Ich will gar nicht mehr weg. Da seht ihr gerade, da fährt er. Oh, es ist so genial. Ich freue mich da jetzt einfach so drauf, da jetzt mitzufahren. Wir sind gerade Tutatis gefahren und das ist ja jetzt hier für Sascha alles Neuheiten, was wir hier heute machen, ob es jetzt Maces sind oder Tutatis. Also es war schon sehr intensiv, oder? Ja, war es. Aber jetzt an sich, also wenn du das jetzt mal so objektiv betrachtest, ist schon eine super Bahn, oder? Nee, war gut. Ja, nee, Gottes Willen. Ja. Also es ist schon, also wie gesagt, es ist nach Voltron definitiv meine Lieblingsachterbahn. Voll cool. Also auf jeden Fall, die Warteschlange ist gerade mega lang. Aber vielleicht sollten wir gerade was essen und trinken, oder? Mal einen Moment, da können wir da unten was kaufen. Oder machen wir das mal. Und dann geht's in die nächste Maze. Also ist hier gerade eine Mega-Warteschlange. Mega. So. Sascha ist jetzt kaputt. Tutatis hat, also Ü40 ist dann schon ein Problem. Ja. Du hast einen Salat und ich habe mir hier so einen Kinderburger bestellt mit Pommes und da ist so ein kleiner Joghurtdrink dabei und ein Getränk für 11,20 Euro. Kann man nichts sagen, ist ganz gut. Guten Hunger. Guten Hunger. Jetzt essen bei dem Tutatis Snack und der Burger war sehr lecker. Der Salat auch. Der war lecker. War lecker. Der war ausreichend. Ausreichend. So, wir sind jetzt mehr oder weniger wieder fit. Sascha hat noch so ein bisschen zu kämpfen mit seinem... mit meinem Nacken. Mit dem Nacken. Ja. Guck mal, was ist denn hier der Relais de Gauloise? Gibt es da was zu rauchen? Ich habe keine Ahnung. Also wir sind auf der Suche nach der nächsten Maze. Und es ist gar nicht so einfach, sich hier zurechtzufinden, ne, wenn man sich jetzt nicht... Also wir waren ja schon ein paar Mal jetzt hier im Park Asterix. Das heißt, paar Mal ist zweimal. Stimmt, da hast du recht. Und mal schauen, ne, wo diese nächste Maze jetzt hier sein soll. Und wir haben die ja bei uns in der App drin. Wir wissen, wie sie heißt, aber wir wissen ja nicht, wo sie ist. Aber es gibt ja auch irgendwas mit Katakomben. Von der Stimmung her ist alles hier sehr, sehr schön, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist überall so ein bisschen Gruselmusik und so. Schon ziemlich cool gemacht. Also ich denke mal, wir müssen jetzt hier irgendwo in der Nähe auf jeden Fall sein. Mal gucken. Was ist das denn da? Guck mal. Das sieht voll cool aus. Wir sind jetzt hier in dem ägyptischen Bereich und ich weiß es nicht, wo wir hin müssen. Hier ist auf jeden Fall auch irgendwie so eine Abendshow. Da steht jetzt um 21.30 Uhr geht das. Ah, hier ist es. Da müssen wir hin, gell? Ab 14 Jahren ist diese Maze. La Tombe de Dieu. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gehen wir jetzt hin. Wir kommen gerade aus dieser ägyptischen Maze raus und das war auch absolut heftig. Es war sehr warm, aber es war auch von der Dekoration wieder so krass gemacht und auch die Effekte, die da drin waren. Und man wurde wirklich angefasst, ganz oft am Kopf und an der Seite und so. Es war sehr beklemmend und auch wieder sehr gut. Was ich toll finde, ist, dass irgendwie immer so eine Art Geschichte erzählt wird. Ne? Also am Anfang ist irgendwie so eine Art Mumie verschwunden auf einmal und es war schon krass. Also was ich cooler finden würde, wäre, wenn man kleinere Gruppen wäre. Ne?
So, nur so, also so 6, 7, 8, 9 Personen. Also es sind schon immer sehr, sehr viele Leute, die da auf einmal durchgejagt werden. Auf Englisch. Genau. Aber Daumen hoch, auch die Maze. Absolut genial. Und klar, 40 Minuten Wartezeit, wenn man keinen Fastpass hatte. Wir haben jetzt 2 Minuten gewartet mit unserem Fastpass. Ne? Also das war... Wie war dein Erlebnis? Was sagst du? War sie jetzt besser oder war schlimmer als Pompeji, oder? Pompeji fand ich besser. Ja, Pompeji war noch ein bisschen krasser. Ne? Vom Design her. Vom Design her, genau. Fand ich besser. Aber Pompeji ist ja auch die neueste Maze dieses Jahr. Ne? Sven? Was? Pompeji oder jetzt Ägypten? Pompeji. So, jetzt geht's, glaube ich, für uns ab in die Katakomben und Katakomben von Paris. Da wissen wir ja alle schon, was uns wohl erwartet. Ja, die nächste Maze steht an, Katakomben. Hat ja gesagt, ne, Katakomben von Paris, das ist ja schon immer so ein bisschen, ne, gruselig. Und danach, ja, ich weiß auch nicht. Also was man sagen muss, ist dieser Fastpass-Zugang, der geht super gut. Also das ist wirklich eine richtig gute Sache, es funktioniert mega, mega gut. Und da muss man nicht lange warten, man kann sich direkt anstellen, ist dann direkt dran, das ist echt richtig, richtig gut. Ey, also ohne Witz, also das wird ja immer schlimmer statt besser. Diese Katakomben, in denen wir gerade waren, echt, also das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Es war eng, es war krass. Es war wieder von den Effekten her, von der Stimmung, vom Geruch alleine. Es war so realistisch alles. Und was die da mit einem veranstalten, der letzte Gang, so, ihr müsst euch so einen langen Gang vorstellen, wie in Florenz gibt es das doch, wo diese Mumien an der Seite hängen und so trocknen, sage ich jetzt mal. So ein Gang ist das. Und dann sind natürlich ein paar der Mumien, die da so hängen, sind halt echt, die nach euch greifen, euch auch festhalten am Kopf. Und das ist so beklemmend, das ist so krass. Also, ich kann gar nichts mehr sagen. Sascha ist komplett fix und fertig. Er hatte eine Szene, er musste einmal durch so eine was war das? Ja, sag selbst. Ich wurde angetouched. Im Gesicht. Im Gesicht, aber total. Auch die Szene am Anfang, wo jemand einfach weggezogen wurde. Ne? Einfach aus der Gruppe raus, da ging so eine Tür auf und dann war er weg. War da weg derjenige. Es war so krass. Also müssen wir nicht jetzt zum Feuerwerk? Bevor Sven steht, ja schon an der nächsten Maze. Der ist einfach, Sven ist da hart wie Pudding, der geht einfach durch. Der geht weiter. Ausschnitte gesehen von dieser Show, die hier direkt am Platz, wo Osiris und sowas ist, gespielt wird. War schön, hat 12 Minuten im Ganzen gedauert und schöne Effekte, ein bisschen Feuerwerk, viel Wasser und so. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Die Stimmung hier an dem Platz ist einfach auch wieder einfach sehr, sehr schön. Ihr seht, der ganze Park ist so in Nebel gehüllt, sieht einfach nur wunderschön aus. Ihr seht, hier geht es auch wieder richtig ab und bildet sich natürlich eine Menschenmenge hier, wo einer so rumläuft. Oh, das ist schon... Alter, der ist schon krass. Der ist schon krass. Wie die hier rumrennen. Sascha versteckt sich hinter Sven. Hast du gemerkt? Ja. Hast du etwa Angst? Er ist groß. Hinter. Das ist viel zu klein. Guck mal. Oh nein. In der nächsten Maze-Mission perdu, also verloren. Hier gibt es 3D-Brillen wohl. Ich bin mal sehr gespannt. Wir werden es euch gleich erzählen, was uns hier erwartet. Ich habe schon wieder ein bisschen Angst. Du auch?
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Wir waren bei dieser Mission Unmöglich Impossible und das war okay. Es war jetzt nichts Besonderes, war wieder sehr eng und so ein paar Momente waren schon ganz cool. Man hat so eine Brille aufbekommen, die so die Farbe so ein bisschen verändert. Und jetzt haben wir noch ein Haus übrig, aber wir müssen jetzt hier noch durch diesen dunklen Gang. Dunkle Gänge sind ja immer so ein bisschen gefährlich, ne? Von daher drehen wir jetzt mal die Kamera und gucken mal, wo wir hier durch müssen. Das sieht ja immer schon wieder so... Die Winkelgasse sind wir hier, genau. Aber im Moment ist, scheint hier alles safe zu sein. Alles gut. Oder? Nee, da vorne höre ich ja schon wieder Leute schreien. Das sieht halt eben schon cool aus hier. Okay, ja, man hört Leute schreien. Hier scheint dann doch was zu sein. Hier haben wir ein großes Spinnennetz. Da habe ich schon gesehen, dass da manchmal ein Mensch als Spinne drin rumspringt. Noch sehe ich nicht, was hier gruselig ist. Sieht man es schon? Ja, das war schon jetzt ein bisschen gruselig wieder. Wegen Spinne und so. Oh, hinter uns. Achso, hier kann man jetzt spielen. Ja, da wirst du von der Spinne angebaut und jetzt sollst du ihr Basketbälle werfen oder was? Möchtest du so eine große... Was ist jetzt hier wieder? Also überall, an jeder Ecke ist hier was. Sven hat schon wieder irgendwas gefunden, wo er gucken muss. Ja, es gibt ja auch Snacks und sowas, wie ihr sehen könnt. Das sieht gut aus. Oh, guck mal, so ein schwarzes Ding da. Da seht ihr das. Popcorn. Guckt mal, es gibt Zuckerwatte mit einem Auge drin. Ja, die sehen gut aus. 3,50 geht. Geht aber, kannst du sagen. Ja. Dark Baguette, 9,90 €. Also von den Preisen her ist es schon in Ordnung hier alles. Ah, da ist irgendwie so eine... Ja. Also hier gibt es so ein bisschen was zu kaufen. Oh. Ach ja, guck. Es gibt Hirn. Es gibt Hirn und das. Also, Leute, die keins haben. Also für viele Leute wäre das gar nicht so schlecht, wenn sie hier mal vorbeischauen würden. Ne? Können wir mitbringen? Ja, da bieten wir mitbringen. Da machen wir mitbringen. Aber guckt mal, da sind auch Knochen gerührt. Was willst du denn mit so einer Machete? Du könntest hier Leute erschrecken damit, wenn du möchtest. Aber schau mal, da sind noch mehr Sachen. Vielleicht sollten wir uns. Nee, so ein Hut ist nichts. Aber hier, guck mal. Es gibt Knochen. Wollen wir auch nicht. Ja, Süßigkeiten gehen. Was haben wir hier? Ey, okay, das ist schon wieder cool, ne? Das hier für den einzelnen. Ja. Ah, ja. Von den einzelnen. Von den einzelnen Maces gibt es dann hier. Oder hier solche Bilder, seht ihr, so Pins. Pompeii. Es gibt Augen und Würmer. Hier auch Tassen. Was hat Sven schon wieder gefunden? Was ist das? Also noch mehr Hirn. Ja, sehr cool. Habt ihr sehr schön. Und auch hier seht ihr dann noch so ein bisschen was an Merch. Ich weiß nicht, was da vorne gemacht wird. Keine Ahnung. Hier noch ein bisschen. Hier hat man so eine Art Fotopoint. Sieht auch cool aus. Richtig cool. Continua plus d'ennemis, nous bataillons contre nos armées. Ein Haunted House fehlt uns jetzt noch, und zwar hier dieses mit dem Anubis. Da seht ihr, da ist auch der Eingang für das Philotomatics. Dann gehen wir da jetzt mal durch und gucken mal, was uns jetzt erwartet. Dieses Anubis-Ding war auch okay, aber jetzt auch nichts mega Besonderes. Und jetzt scheint hier noch ein bisschen Musik zu geben. Ich drehe die Kamera mal und werde wahrscheinlich dann überspielen müssen, weil, ja, Musik halt, ne? Hey, du.
Mein lieber Gott, was war denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Das war der Hammer. Das war eine richtig krasse Stimmung, ja, oder? Ja, das war jetzt. Und dein Nebel. Ja. Dein Nebel war. Hier war überall Nebel. Ja. Also das war jetzt. Das war irre. Mega. Ja, also, verloren. Den haben wir heute nicht das erste Mal verloren. Wo denn? Der Sven kann irgendwie immer irgendwas auf den Boden schmeißen, so eine Rauchbombe, und dann ist er weg. Der war in seinem ersten Leben vielleicht mal Zauberer oder sowas. Also das war jetzt echt mega gruselig. Ja, so langsam endet dieser Abend jetzt auch für uns. Haben uns alles Mögliche angeschaut, ganz, ganz toll, haben gegessen. Wir sind einmal Tutatis gefahren. Klar könnten wir jetzt noch mehr Attraktionen fahren, aber wir sind seit heute Morgen unterwegs und so langsam merken wir, geht dann auch so ein bisschen die Luft raus. Ne? Ich drehe jetzt nochmal die Kamera, damit ihr jetzt nochmal ein bisschen hier was von der schönen Stimmung hier sehen könnt. Es ist einfach nur wirklich atemberaubend und es hat uns wirklich jedem richtig, richtig gut gefallen. Es war wirklich total besonders gruselig. Die Mazes alle top. Pompeii, absolutes Highlight für mich gewesen. Absolut Respekt an das Team vom Park Asterix, auch wenn sie wahrscheinlich dieses Video nicht sehen werden. Auf jeden Fall eins der besten Halloween-Events, die ich je in meinem Leben besucht habe. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Und ich habe sie auch selber bezahlt. Und ich habe auch schon gesagt, dass diese Möglichkeit mit diesem Fastpass ist einfach eine richtig gute Sache. Haben wir ja schon gesagt. Also macht das auf jeden Fall. Wir gehen mal kurz hier noch durch die Shops. Gucken mal, ob es noch irgendwas gibt. Vielleicht noch so eine kleine Erinnerung an den heutigen Abend mitnehmen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt ja so ein bisschen was Halloween-mäßiges auch hier zu kaufen. Und das Merch ist ja sowieso ganz cool hier. Es gibt ja sogar Figuren und sowas hier zu kaufen. Aber das ist Tutatis Merch von Halloween. Sehe ich jetzt hier gerade nichts. Aber hier, Idefix könnten wir kaufen. So, da gehen wir jetzt mal noch gerade durch, bevor es dann gleich zum Feierabend geht für heute. Es war ja doch sehr, sehr lang und auch anstrengend heute. Da sehen wir es schon. Das Merch für den heutigen Abend. Es gibt sogar Shirts, Tassen und natürlich auch Magnete. Total cool. Auch diese Bilder hier. Also dieses Pompeji, das war wirklich atemberaubend. Das muss man ganz ehrlich sagen. Hier seht ihr auch noch so ein bisschen was. Ich merke, so langsam geht auch meine Stimme kaputt. Weil viel geredet heute. Sehr, sehr viel geredet heute. Aber es war es wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ich glaube, dann nochmal aus dem Disneyland Paris. Klar, da sind wir ja morgen nochmal. Und bis dahin, wie immer, bye bye.